Hallo alle zusammen, meine lieben Leute. Es ist wieder Zeit für ein kleines Infovideo und da muss ich nur mal so einige Dinge sagen. Es wird Veränderungen geben, was meine Videos betrifft. Ja, fangen wir erstmal mit meinen Projekten an, insbesondere mit Final Fantasy 13. Jetzt am Freitag, dem 15.01., wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, den 15.01. kam jetzt Part 74 von Final Fantasy 13 raus und das wird vorerst einmal der letzte Part sein. Dieses Projekt wird für unbestimmte Zeit pausieren. Der Grund dafür ist, Final Fantasy 13 ist doch ein ziemliches langatmiges Spiel und ja, ich brauche davon mal eine kleine Pause. Und keine Sorge, ich breche es nicht ab, es pausiert wirklich nur. Aber ich brauche da echt jetzt mal so eine kleine Unterbrechung, weil sonst wird mir das bei dem Spiel ein bisschen zu viel. Irgendwann wird wieder die Phase kommen, wo ich sage, komm, nimm das Spiel auf, aber erst einmal bleibt es auf dem Status Pause. Dafür wird ab den 18.01. ein neues Projekt starten, was mal was ganz anderes auf meinem Kanal ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon erwähnen soll oder nicht. Komm, ich erwähne es einfach. Edna bricht aus wird am 18.01. starten. Ich spiele wirklich mal ein Click-and-Point-Adventure. Und ich habe schon einige Folgen auf Vorrat aufgenommen, so 12 Folgen. Und ja, es macht ziemlich viel Spaß, muss ich mal sagen. ja, jedenfalls erstmal Edna bricht aus für Final Fantasy 13, weil ich auf meinem Kanal schon genug Games habe, die ziemlich lange gehen werden, wie Castlevania, Lord of Shadows und Alice Madness Returns. Das sind an sich schon so lange Spiele. Und dann auch noch so, oh Gott, ich weiß nicht, in welche Kategorie das mal einteilen kann. Jedenfalls sind das so Spiele, die ich dann so super mit Controller spielen kann. Das wird wirklich erst einmal auf den beiden Spielen bleiben und Edna bricht aus, wird dann mal so die Abwechslung sein. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu viel Rollen, Play, Game, irgendwie gehabt und deswegen Final Fantasy 13 erst einmal raus und dafür unsere verrückte Edna. Ich hoffe, es wird keiner Böses sein, dass ich das erstmal auf Pause setze, das Final Fantasy 13. Es wird weitergehen, wenn ich entweder Edna bricht aus zu Ende habe oder Castlevania. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es wohl nach Castlevania kommen wird. Da muss ich aber erst einmal schauen. Also ich möchte erst einmal Castlevania zu Ende bringen und vielleicht kommt dann wieder Final Fantasy 13. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, Final Fantasy 13, Castlevania und Alice Madness Returns fressen ziemlich Zeit, was das Kommentieren anbelangt, besonders wenn man jetzt Aufnahmesession hat, wo man am Stück wirklich 1-2 Stunden aufnimmt. Und da sind die Dateien schon ziemlich groß und mein Programm scheint hier ziemlich viel CPU-Leistung zu fressen oder was weiß ich. Jedenfalls muss ich das ein bisschen reduzieren, damit ich mit dem Kommentieren alles hinterherkomme. Sonst könnte es passieren, dass es irgendwo Probleme gibt und es stauchelt und was weiß ich nicht alles. Und es kommt alles mit dem Upload durcheinander. Deswegen erstmal so ein bisschen dieses lastige runternehmen und dafür etwas nehmen, was nicht ganz so lastig ist. So, das erstmal zu den Projekten. Was ich jetzt auch noch erwähnen möchte, was sich eigentlich auch noch mal ein bisschen auf meine Projekte bezieht, die Aufnahmen. Ja, mir ist aufgefallen, dass meine Videos ein bisschen unscharf sind. Das lag aber wirklich an meinem Aufnahmeprogramm, weil ich da was nicht richtig eingestellt habe.
Das wird man besonders bei Edna bricht aussehen, dass ich die ersten vier Parts mit der alten Einstellung gespielt habe, wo das Bild wirklich noch so ein bisschen unscharf und pixelig ist. Und ab Part 5 sieht man dann, dass es komplett scharf ist. Ich habe es umgestellt, jetzt ist das Bild richtig schön so, wie ich es im Original kenne. Und dafür ein ganz großes, dickes Sorry, falls die Bildqualität wegen mir gelitten hat. Ja, ich habe es ausgebessert mit meinem Aufnahmeprogramm und jetzt dürfte alles sehr gut lesbar sein. Also sollte es irgendwas zum Vorlesen geben oder kleinere Texte, man kann sie ab sofort richtig lesen, ohne dass irgendwas verschwommen ist. Das ist schon einmal das. Ja. Kommen wir mal zu dem Upload-Plan. Ja, habt ihr schon mitbekommen, wie ich hochlade? Final Fantasy 13 habe ich ja immer Montag, Mittwochs und Freitags hochgeladen. Das wird jetzt so bei Edna bricht aus sein, dass das Montag, Mittwochs und Freitags kommt. Dienstag und Donnerstag bleibt Castlevania Lotto Shadows. Und sollte Castlevania zu Ende sein, wird Final Fantasy 13 auf diesen Platsch, auf diesen Platschen, auf diesen Platz rutschen. Also sprich, wenn Castlevania zu Ende ist, wird Final Fantasy 13 kommen und das zweimal in der Woche. Samstag wird gar nichts kommen. Das ist sozusagen vielleicht mal mein kleiner Ruhetag oder der Tag, wo ich dann einfach mal wieder was aufnehme oder je nachdem, wie mir die Muse gnädig ist. Ja, und Sonntag ist dann Alice mit Twisted Turns ein Part. Und ja, ich denke mal, das wird so der Upload-Plan bleiben. Es kann sich hier und da was ändern. Es kann vielleicht zu gewissen Ausfällen kommen. Da bitte nicht steinigen oder sonst irgendwas. Ich habe noch ein Real Life, was wahrscheinlich bei vielen ein bisschen untergeht. Aber ich habe auch privat noch so einiges vor mir. Daher. Ja, so erstmal die ganze Sache. Ich war schon sogar am Überlegen, einfach zu sagen, ich nehme mal eine Woche im Monat, wo ich wirklich mich nur auf die Videos konzentriere, also zum Vorproduzieren und dann raushaue, so dass ich so ein bisschen Luft habe. Aber nee, ich krieg das schon irgendwie anders hin. Ich habe ja jetzt erstmal Vorrat und muss noch fleißig Castlevania schneiden und kommentieren. Das wird auch noch eine Freude. Und oh ja, freut euch drauf. Castlevania wird an einer Stelle von ziemlichen vielen Gemecker begleitet werden. Es gab eine Stelle, wo ich doch ziemlich meckern musste, weil das Rätsel einfach nur bescheuert war. Obwohl ich es an sich fast richtig hatte, aber. Nee, das werdet ihr dann ja im entsprechenden Part sehen. Ich warne euch noch vor, dass ich da ein bisschen rummeckere. Ich liebe das Spiel, keine Sorge. Aber es gab dann doch so der Punkt, wo ich mir so dachte, nein, Spiel, du kannst mich jetzt mal. Ich möchte das Spiel. Ich möchte jetzt auch das Infovideo nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich denke mal, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Und damit noch einen schönen Tag und wir sehen uns in meinen Projekten. Also dann, ciao!